Danke, Band. Ich bin Python, die Gebildeten unter euch kennen mich, und ich bin nicht nur Dichter, Denker, Lyriker, Poet und Publizist und Autor, Schreiberling, Musensohn, sondern auch Mensch. Und ich bin ein Mensch, der schon immer nicht nur schwarz und weiß sah, sondern auch blau. Und heute zum Niklaus-Special habe ich extra nichts Spezielles geschrieben, weil ich bin einfach nicht so Mainstream. Jeder, der mich kennt, weiß, Python schwimmt gegen den Strom und ich bin sowas wie ein Rebell. Und das erste Gedicht ist entstanden, als ich mit meiner Freundin Schluss machen wollte. Und ich dachte mir, ja, mit SMS ist das ein bisschen blöd. Daher habe ich halt meine Kreativität genutzt und einen Brief geschrieben. Und es lief auch ganz gut. Das Ende muss noch ein bisschen verbessert werden. Also, ja, liebe Vergangenheit. Bitte, lass es nicht zu, dass du deine noch vorhandene Gefühle wichtiger nimmst als meine nicht mehr vorhandene. Wir Erwachsene müssen wir uns jetzt trennen, in verschiedene Richtungen rennen, denn das Feuer unserer Liebe hörte auf zu brennen. Du kennst mich wie keine andere, und das ist viel wert. Den Kummerkasten meines Herzens hast immer du geleert. Du bist so schön. Du bist so schön. Ich behalte dich im Gedächtnis als ein besonderes Wesen, sexy und doch belesen, selten wie ein goldener Besen. Und dieses Bild soll für immer bleiben. Deswegen schreibe ich jetzt und schaue dir nicht zu beim Leiden. Denn würde ich jetzt deine verweinten, traurigen Augen sehen, wünschte ich mir, du hättest keine, und dann wäre die Welt eine Torte, die man nicht isst. Du weißt, was ich meine. So. Das nächste Gedicht ist eines meiner bekannteren Werke. Und darin habe ich sehr, sehr, sehr viel Herzschmerz und Weltschmerz und Tiefgang angebaut, und der Regenwurm. An einem müden Sonntag, als du und ich zwischen ihm und ihr und ihr und ihr am Rhein entlang spazieren ging, war mir sehr traurig zumute. Wer bin ich? Wo komme ich her? Bin ich eher eine sinnliche Schildkröte oder ein gieriger Honigbär? Trage ich meine Klamotten oder tragen vielleicht meine Klamotten mich? Ich schaue fragend in das Licht. 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 Licht! Licht! Du Wicht! Das Licht macht alles hell, außer die Nacht. Die Nacht ist dunkel. Warum erhält es mich nicht? Bin ich nichtig? Bin ich nicht wichtig? Dann sah ich einen Regenwurm, der lacht, und mir wurde klar, vielleicht ist der Tag auch nur eine helle Nacht. Letzte Nacht hatte ich einen sehr bewegenden Traum, und ich bin schweißgebadet mitten in der Nacht aufgewacht und
Dann bin ich wieder eingeschlafen und als ich dann morgens aufgewacht bin, habe ich darüber nachgedacht. Und ein Gedicht darüber geschrieben, die Rampe. Letzte Nacht träumte ich von einem kleinen Kind. Auf einem Dreirad fuhr es Kreise, ganz leise, immer wieder über den Hügel einer Ameise. Das Kind hat dabei gelacht und nicht bedacht, was für Konsequenzen diese Tat für die Ameise hat. Ohne Hügel kein Zuhause. Scheiße, noch eine obdachlose Ameise. Die Ameise aber lachte, was mich zum Staunen brachte. Sie wendete sich zum Kind und schrie mit dem Wind: Danke, denn deine neue Rampe gehörte meiner Ex, der alten Schlampe. Da wir gerade bei Schlampen sind, mir wurde auch mal das Herz gebrochen und sie ist nicht hier, keine Angst. Und ich war ganz neu in Köln, blutjung mit 21 und so unschuldig. Ein Freund erzählte mir: Als ich noch in Kalk wohnte, neu in Köln und ganz allein, kam täglich eine Gestalt für vergängliche Minuten bei mir vorbei. Sie kam und ging, so nah, so fern, hat nie ein Wort an mich gerichtet. Der Winter zog viermal vorbei, bis ich sie nicht mehr habe gesichtet. Wer war diese Frau, die in meine Privatsphäre eingedrungen, meine morgendliche Aufmerksamkeit hat genüsslich verschlungen? Warum stand sie im Regen und im Sonnenschein morgens vor meiner Tür? Weil sie nie den letzten Schritt wagte, frage ich mich heute, wofür. Ein Freund erzählte später, er kenne diesen mysteriösen Gefühlsmixer und sie sei doch nur die Postbotin gewesen, ich behinderter Wichser. Jetzt werde ich auch ein bisschen politisch. Diese Woche ist ja die Klimakonferenz in Paris und dann habe ich mich diese Woche zum ersten Mal mit der Natur ein bisschen genauer auseinandergesetzt und habe dann zum Beispiel gemerkt, dass der Wind zum Beispiel extrem unnötig ist. Und habe jetzt das Gedicht geschrieben: Was macht der Wind? Morgens trinke ich einen Kaffee, nachdem ich aufgewacht bin. Und was macht der Wind? Der Wind macht psch. Mittags esse ich eine Mahlzeit, wenn ich hungrig bin. Und was macht der Wind? Der Wind macht psch. Und abends gucke ich fern, wenn ich in der Nähe alles kenne. Und was macht der Wind? Der Wind macht psch. Morgens stehe ich wieder auf und wiederhole das Ganze. Und was macht der Wind? Der Wind macht das Gleiche. Es geht wieder um eine Frau, weil Frauen schon eine große Rolle in meinem Leben spielen. Jeden Tag. Verschiedene. Und es gibt eine Elisabeth, an die muss ich immer denken. Und ich habe immer einen Gegenstand dabei, was mich an sie erinnert. Und zwar ein Kondom, weil wir damals auch ein Kondom benutzt haben. Zwar von einer größeren Größe und einer anderen Marke, aber war auch ein Kondom. Es war so nett. Samstag an einem Wochenende war ich mit meinen Kräften ganz am Ende. Alle Zeichen der letzten Tage beseitigte ich gründlich. Keine Frage. Schmutzige Gläser auf den Tischen stellte ich weg, um rüber zu wischen. Auch der mysteriöse Fleck an der Wand verschwand durch meine Hand. Doch eine Sache war nicht komplett. Es lag Elisabeth nicht mehr im Bett. Wo war sie auf einmal hin? Es ergab für mich keinen Sinn, sie war blond und nicht brünett. Diese Elisabeth in meinem Bett. Jede Nacht sehe ich uns in meinen Träumen, Liebe machend in verschiedenen Räumen. Ach, 6 Stunden lang war es so nett mit Elisabeth in meinem Bett. Ich wollte ihr mein Herz geben, doch sie wollte wohl ohne mich leben. Aber es gab sogar Frühstück ans Bett. Mit Matt.
für Elisabeth in meinem Bett. So, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Und daher würde ich jetzt erstmal zu meinem letzten Gedicht kommen. Wenn ihr eine Zugabe wollt, könnte ich da noch einen ganz kurzen hinterherhauen. Ich habe mir überlegt, ich habe mich gefragt, wie will ich halt in der Zukunft in Erinnerung behalten werde bei den zukünftigen Generationen. Und deswegen habe ich ein Gedicht geschrieben, wie man sich an mich so in 200, 300, 10 Jahren erinnern sollte. Und den Text könnt ihr später gerne kopieren und euren Kindern geben. Die könnt ihr dann später dann ihren Kindern geben und so weiter, damit es auch am Leben bleibt. Ein Wesen voller Lust. Es war einmal, so erzählt man sich, ein Wesen voller Lust. Von Monogamie hielt er nichts, er suchte stets eine Brust. Vom Gipfel der Berge schoss er lyrische Pfeile der Liebe. Zwischen den Beinen seiner Opfer weckten diese ihre Triebe. Den Vätern in ihrem Zuhause durchdrang pure Angst, weil das Wesen ohne Pause deren Frauen besprang. Er war klug, er war gerissen, er war der Liebe Schmied. Durchbohrte Herzen ohne Gewissen mit seinem schönen Lied. Vergeblich sucht man heute nach der Frucht seiner Leidenschaft. Stets verhütet befriedigte er Bräute, sogar in ihrer Hochzeitsnacht. Nun sind Jahre vergangen. Menschen wissen nur noch dies, dass der Poet, der dies begangen, anscheinend Python hieß. Danke. Ganz gut, ganz. Das geht 10 Sekunden. Also ich sitze auf dem Park und denke nach und dachte mir letztens so, boah, Tiere sind so krass, die haben auch eine eigene Sprache, wie wir Menschen, daran glaube ich. Und dann habe ich Tauben gesehen und ich dachte mir, Tauben sind so majestätische Wesen, dass ich jetzt auf Taubisch ein Gedicht geschrieben habe. Gru-Gru-Taube. Gru-Gru. Gru. Taube, Gru. Gru, Taube, Gru, Gru-Gru-Taube. Gru-Gru. Gru-Gru, Taube, Taube, Gru! Taube, Gru! Taube, Gru! Immer zu! Das war's.